So, hallo. Ich zeige euch heute, wie man den iReceiver oder das iPlay von AirMobi einrichtet. Das ist ein AirPlay-Empfänger. Ich bin hier aktuell auf der Homepage von Ambi Deluxe, unter dem Artikel AirPlay Receiver, iReceiver und iPlay von AirMobi Hilfe und Firmware Update sowie Anleitung, Handbuch, Bedienungsanleitung. Was ihr hier bekommt, ist einmal die Bedienungsanleitung zum iReceiver und zum AirPlay. Die könnt ihr euch als PDF downloaden. Da einige Kunden von uns immer wieder über Verbindungsprobleme geklagt haben in bestimmten Zusammensetzungen mit ihren Komponenten, gibt es jetzt auch ein Firmware-Update. Das ist vom Stand Mai, das was ich euch hier zeige. Ich versuche das immer wieder abzudaten, sobald ich ein neues Firmware-Update von AirMobi erhalte. Ihr könnt euch hier dieses Firmware-Update direkt herunterladen. Das ist als ZIP-Datei gepackt. Und das müsst ihr dann einmal entpacken und danach ist es eine .bin-Datei. So. Wie gehen wir jetzt genau vor? In diesem Artikel steht im Prinzip auch alles beschrieben. Ich wollte aber noch mal ein Video dazu machen, weil manche Leute einfach besser sich das vorstellen können, wenn man ein ganzes Video dazu parat hat und es eins zu eins direkt nebenbei machen kann. Daher, ihr könnt euch den Artikel angucken, lest euch das durch oder guckt jetzt dieses Video weiter. Das ist euch überlassen. Ich erkläre jetzt nur einfach mal, wie es funktioniert. Ich habe hier schon diese neue Firmware heruntergeladen und ich habe auch gerade einen neuen iReceiver angeschlossen. So, jetzt bin ich hier am iMac und ich muss gerade das WLAN aktivieren. Das ist der erste Schritt, was ihr machen müsst. Also ihr müsst euch per WLAN direkt mit dem Gerät verbinden. Und dann sollte in eurer Liste, sollte dann hier ein Gerät auftauchen, das heißt dann AirMobi und irgendeine kryptische Zahl dahinter. Wie ihr seht, ist auch kein Schloss davor, das heißt, ihr könnt euch direkt damit verbinden mit dem Gerät. Und dann benötigt ihr eine IP-Adresse, die ist bei dem iPlay und bei dem iReceiver und dem iPlay ein bisschen unterschiedlich. Und zwar lautet die 1221688.8 beim iReceiver. Achso, beim iPlay, nochmal zurück zur Wi-Fi-Verbindung. Beim iPlay müsst ihr das natürlich genauso machen. Da müsst ihr allerdings ein Passwort eingeben. Entweder ist das die Zahl 0 bis 9, oder es ist irgendwas Kryptisches. Das steht aber dann direkt auf dem Label am Gerät. So. Wir sind verbunden, wir können es mal prüfen. Wir sind hier per WLAN verbunden mit AirMobi. Wir gehen jetzt in unseren Webbrowser. Das kann sein der Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome habe ich jetzt hier in dem Fall. Und dann geben wir einfach mal da oben die IP-Adresse ein, 1221688.8 für den iReceiver, wie gesagt. Beim iPlay ist es anders. Beim iPlay ist es 1221680.1. Ja, also ganz wichtig, wenn ihr mit dem iPlay arbeitet, dann diese IP-Adresse eingeben. Und das Ganze einmal mit Enter bestätigen. Dann kommt ihr zur Login-Seite, die standardmäßig auf Englisch steht. Als Passwort hier einfach Admin. Beim iPlay ist es so, da müsst ihr Admin und Admin als Username und Passwort eingeben. Also das ist leicht anders, aber auch Admin, Admin. Dann auf Login gehen. So, jetzt seht ihr hier, haben wir die aktuelle Firmware-Version, die da drauf läuft, auf diesem iReceiver. Das ist diese hier. Ihr seht die Hardware-Version, ihr seht die IP-Adresse und alles Mögliche. So, was uns jetzt interessiert ist, wir möchten ein Firmware-Update machen. Das heißt, wir gehen hier unter System-Tools und dann seht ihr schon als letzten Punkt Firmware-Upgrade. So, jetzt müsst ihr die Datei auswählen, diese Firmware-Datei, die ihr zuvor heruntergeladen habt, die ZIP-Datei und die ihr auch hoffentlich entpackt habt. Die ist bei mir unter Downloads. Das muss ich gerade mal selber suchen, wo sie ist. So, das ist diese iReceiver web.bin, die öffne ich jetzt.
Und dann gehe ich hier auf den Upgrade-Button. So. Jetzt sagt er hier Processing. Was jetzt passiert ist, diese Datei, ungefähr 4 bis 5 Megabyte groß, wird jetzt per WLAN direkt an das Gerät übertragen. Dann wird das Update durchgeführt auf dem Gerät selbst und dann wird das Gerät neu gestartet. Normalerweise leuchtet eine LED an dem AirPlay-Empfänger blau. Wenn die Firmware aufgespielt wird bzw. aktualisiert wird, leuchtet diese LED rot und anschließend sollte sie wieder blau leuchten. Hier dieser Bildschirm, der aktualisiert sich bei dem Firmware-Update leider nicht. Das heißt, ihr müsst auf diese LED achten. Das wird blinken, das wird rot leuchten und dann wird es irgendwann wieder blau leuchten. Und wenn es blau leuchtet, dann könnt ihr euch wieder mit dem iReceiver verbinden oder mit dem iPlay verbinden, indem ihr einfach hier die Webadresse nochmal oben neu eingibt. So, ich warte jetzt gerade auf den iReceiver, der ist noch am Aktualisieren. Das dauert so ungefähr, ja, ich weiß nicht, eine Minute vielleicht, der ganze Prozess, ein bis anderthalb Minuten. Und jetzt sind wir auch schon wieder live, also das Ganze funktioniert. Achso, man muss sich dann allerdings nochmal verbinden. Ja, man verliert die Verbindung per WLAN hier. Verbindung versucht mein iMac gerade wieder aufzubauen. Und da ist er auch schon. So, ich bin wieder verbunden. So, und dann, wie gesagt, die Adresse im Webbrowser einmal aktualisieren. Dann hier wieder Admin eingeben. So, und jetzt sehen wir hier, ist eine andere Firmware-Version, und zwar ist das die, die wir auch da aufgespielt haben, die 2609 in unserem Fall. So, das war der erste Schritt. Also das würde ich jedem empfehlen, da auf jeden Fall ein Firmware-Update zu machen bei den Geräten, weil diese Firmware-Updates in der Regel immer wieder Verbindungsprobleme beheben, die Geräte stabiler machen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Also gerade diese D2609 behebt einige Probleme. So, was wir jetzt machen möchten, ist dieses Gerät in unser WLAN-Netzwerk einzubinden. Man kann es auch so machen, dass man natürlich direkt auf das Gerät streamt. Also ich könnte jetzt schon losstreamen, weil ich ja direkt mit dem Gerät verbunden bin. Ist nur doof, weil man möchte ja auch mal ins Internet und das ist dann so nicht möglich. Also versucht man das Ganze in sein eigenes Netzwerk zu bekommen. Dazu gehen wir auf den Setup Wizard. Sagen hier beim ersten Schritt Next. Was ganz wichtig ist, wenn ihr den iPlay habt, dann müsst ihr den auf den Repeater-Modus stellen. Also gibt es einen kleinen Schalter in die mittlere Stellung. Repeater steht da drauf. Das ist wichtig, weil wir verwenden die AirMobi-Geräte, den iReceiver und den iPlay ausschließlich als Repeater. So, dann kommen wir jetzt ins nächste Fenster. Das ist die Konfiguration. Was hier ganz wichtig ist, standardmäßig ist dieser Haken hier gesetzt bei Synchronism SSID. Das heißt nichts anderes als der Netzwerkname von eurem WLAN-Netzwerk wird übernommen. Das heißt, der iReceiver oder der iPlay bekommt den gleichen Netzwerknamen. Das kann zu Problemen führen. Ich würde daher empfehlen, macht hier den Haken weg. Geht dann hier auf Search, also auf Suche. Was dann passiert ist, es geht ein neues Fenster auf. In diesem neuen Fenster werden alle Netzwerke gesucht, in der Umgebung gesucht. Und ihr könnt hier auf der rechten Seite einfach mit Connect euch dann damit verbinden. Beziehungsweise dann wird erstmal der Name übernommen, das Sicherheitsprotokoll, die Verschlüsselung und so weiter. Und dann muss noch das Passwort hier eingegeben werden. So, dann auf Next. Und da seht ihr auch hier, der AirMobi hat einen eigenen SSID-Namen. Das ist der, den er vorher auch hatte. Den könnt ihr jetzt ändern, hier nach Belieben. Und es gibt ja auch noch eine Sicherheitsoption. Die lasse ich in diesem Fall mal aus. Also die könnte man auch sagen, ich möchte Sicherheit. Und man könnte hier seinen eigenen Sicherheitsschlüssel nochmal zusätzlich vergeben. Ich mache es jetzt hier einfach mal nicht. Für eure Netzwerksicherheit würde ich es aber euch empfehlen. Macht da eine Verschlüsselung rein und dann geht es hier auf Next weiter. So, jetzt sagt er Congratulations und ich sage Finish.
Dann kommt wieder ein kleines Fenster. Hier könnt ihr jetzt warten. Also was jetzt passiert ist, der iReceiver bzw. also das iPlay-Gerät verbindet sich mit eurem Netzwerk, versucht sich halt einzuloggen. Ja, jetzt hat das schon successfully saved. Ihr werdet dann hier die WLAN-Verbindung verlieren. Das ist auch der Fall. Und ihr müsst euch dann wieder mit eurem Heimnetzwerk verbinden. Wenn ihr euch per WLAN verbindet, dann halt mit dem Heimnetzwerk. Wenn ihr per LAN-Kabel verbunden seid, dann deaktiviert einfach wieder das WLAN. Das mache ich jetzt mal hier in diesem Fall. Ich deaktiviere es wieder. Und dann bin ich mich nur noch mit meinem Router direkt verbunden. So. Das war Schritt Nummer 1. Und jetzt möchten wir natürlich das Ganze sehen. Also wir möchten sehen, ob es funktioniert. Dazu gehe ich mal einfach in iTunes. Und wir haben hier oben dieses AirPlay-Menü. Ich habe hier vielleicht ein paar mehr ja, Rechner drin, als ihr das zu Hause habt. Also bei euch müsste ein iReceiver jetzt auftauchen mit irgendeiner Kennung dahinter. Da gibt es zwei Wege, wie man den einen wählen kann. Wenn das nicht direkt auftaucht, ein bisschen Geduld haben oder ihr könnt hier mal einfach klicken zwischen einzelne und mehrere. Mehrere ist insofern interessant. In iTunes habt ihr die Möglichkeit, mehrere Ausgabegeräte zu wählen. Insofern auch den iReceiver. Dafür hier einfach mal rechts klicken. Dann seht ihr, hier oben stand gerade, Verbindung wird hergestellt. Ich könnte jetzt halt den Computer ausmachen. Und nur den iReceiver, oder ich kann das Ganze auf mehreren AirPlay-fähigen Geräten direkt streamen. Also ich habe hier noch den iMac und also den aktuellen iMac, an dem ich arbeite, und den Fernseher, den Rechner im Wohnzimmer. Und das läuft da über eine Software. Man kann aber auch jetzt mehrere von diesen iReceivern oder iPlay-Geräten miteinander kombinieren, sodass ihr dann in verschiedenen Räumen dann das Ganze die Musik hört. Ich starte jetzt hier einfach mal einen Track. Das dauert in der Regel 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und dann startet die Musik. So, vielleicht hört man es auch. Also, genau. Da geht die Musik schon los. Also man hat ungefähr 5 Sekunden Pufferzeit da drin. Das kann unter Umständen ein bisschen störend sein. Da gibt es leider noch keine Lösung, soweit ich weiß. Aber man kann das, wie gesagt, in verschiedenen Räumen gleichzeitig dann darüber streamen. Das ist möglich. Man kann hier auch die Lautstärke individuell und einzeln regulieren für die ganzen Geräte. Also das ist meine Anleitung für euch. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, unterstützt uns bitte, teilt das Video auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus, wo auch immer, in euren sozialen Netzwerken. Und ja, viel Spaß mit eurem AirPlay Receiver.